Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einer weiteren Sprint to Glory, heute mit Dortmund. Zugleich aber auch zu der letzten Sprint to Glory in FIFA 19. Das hier am Donnerstag ist das letzte Video zu FIFA 19. Am Sonntag geht's dann los, Sonntag früh, 10 Uhr. Schreibt euch alle auf, die erste Folge der Köln-Karriere. Abends dann um 19 Uhr die erste SDG mit dem FC Bayern München. Und ich bin unfassbar gehypt, Jungs. Es steht wieder ein neues Kapitel vor der Tür. FIFA 19 haken wir ab. Es war bis dato mein absolut bestes Jahr. Und ich werde FIFA 19 so viel zu verdanken haben, auch auf ewig und natürlich auch euch. Vielen Dank für den krassen Support in dem Jahr. Ihr könnt gerne hier auch nochmal rasieren. Lasst nochmal zum Abschluss von FIFA 19 fetten Daumen da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos. Natürlich, um nichts mehr zu verpassen, gerade auch um die Projekte von FIFA 20. Des Weiteren könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, blende ich euch irgendwie hier ein. Könnt ihr mir gerne folgen, denn da ist es natürlich auch immer so, dass ich rechtzeitig ankündige, wann welches Video kommt und auch da habt ihr natürlich Mitspracherecht. Wie man es traditionell bei mir gewohnt ist, gehen die Intros natürlich wieder viel zu lang. Das will ich hier ändern. Dortmund, Sprint to Glory, die Facecam verschwindet. Und wir gehen tatsächlich in eine Abschiedstournee. Das letzte Mal Sprint to Glory in FIFA 19. Es wird etwas emotional, würde ich behaupten, aber ich habe Bock drauf und deshalb starten wir rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und hier sind wir dann also mit dem BVB Saison Nummer 1. Sevilla, Bilbao, Betis Sevilla. Das also voll mit spanischen gegnerischen Teams. Unser Team aktuell in Bestbesetzung wie folgt im Hintergrund. Ich muss gestehen, es ist der aktuellste Kader. Abgesehen von Nico Schulz, denn den habe ich leider vergessen. Ich hoffe, nehmt mir das Ganze nicht allzu krumm. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon ein ziemlich starkes Team, das ich aber natürlich weiter nach vorne bringen will. Das Ganze mit von vornherein über 115 Millionen Erlösen von möglichen Verkäufen und natürlich auch Preisgeld vom Vorbereitungsturnier. Natürlich ist auch wichtig, dass wir keine auslaufenden Spielerverträge haben, geschweige denn hier Freigabesummen. Und deshalb werde ich mich da jetzt drum kümmern. Wenn wir eine Freigabesumme drin behalten, dann wie hier bei Guerrero 63 Millionen, die komplett in Ordnung gehen würden. Und ansonsten wollen wir die raushaben. Das ist unser Ziel, daran setze ich mich und gleich stelle ich euch alle Transfers vor. In der Sprint to Glory darf man ja keine Rücksicht darauf nehmen, welchen Spieler man wie sehr sympathisiert. Und deshalb heißt es hier leider Lukas Piszczek auf der Transferliste, deutet auf der Liste von Spielern, die zum möglichen Verkauf stehen. Bürki bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn das passende Angebot reinkommt. Okay, Mario Götze, Paco Alcacer, Guerrero, der könnte sich zwar entwickeln, allerdings sehe ich da jetzt von vornherein auch eine Schwachstelle. Aber gut, der kann mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen und zu guter Letzt haben wir Julian Weigel. Nach vielen Verkäufen, die ich euch alle abschließend später vorstellen werde, ist jetzt der erste Neuzugang auch bekannt zu geben. Daniel Carvajal kommt von Real Madrid, geht zurück in die Bundesliga nach seiner ersten Station in Deutschland bei Bayer 04 Leverkusen, heißt es jetzt 55 Millionen und somit unser erster Neuzugang und zugleich unser neuer Stammrechtsverteidiger. Ebenfalls Handlungsbedarf auf der anderen Seite. Andrew Robertson stopft jetzt diese Lücke. 49 Millionen Ablösesumme und ihr seht noch immer über 130 Millionen auf dem Konto, das wir weiter natürlich investieren wollen. Das für die Startformation und deshalb heißt es weiter Transfers tätigen. Liga intern der erste Neuzugang. Kai Havertz, der BVB ist ja dafür bekannt, dass sie oftmals in der Bundesliga einkaufen. Dem gehen wir jetzt auch nach. Kai Havertz unterschreibt für 5 Jahre, denn das ist das Minimum, das ich auf jeden Fall mal im Vertrag habe stehen haben will. 62 Millionen ist die Ablösesumme, der bis dato teuerste Neuzugang. Der letzte Transfer in der jetzt laufenden Transferphase, wir sind bereits am Transfer-Deadline-Day, hatten etwas Druck, sind dem aber auf jeden Fall nicht untergegangen. Ja, Bruno Fernandes ist neuer Rekordtransfer. Zum einen ist er teurer als Havertz, über 62 Millionen und wir tauschen Moderhut im Gegenzug noch dafür ein. Dafür aber kriegen wir einen richtig kranken Spieler mit einer 85, der wird Partner im Mittelfeld neben Axel Witzel und soll da die Transferphase von uns jetzt komplettieren. Das Ganze aber auch nur möglich gemacht durch Abgänge. Alle Spieler, die uns verlassen haben, seht ihr im Hintergrund. Das ist Schmelzer 9,6 zu Sevilla, Weigl 25 zu Chelsea, Piszczek 10 Millionen zu Real. Weiter geht's dann hier Mario Götze über 41 Millionen zu Valencia, Guerrero 46 Liga intern zu RB und dann sind alle anderen Neuzugänge hier im Hintergrund. Nochmal in der Übersicht auch mit allen Details Thema Ablösesumme. Dann ist das im Hintergrund unsere Startformation. Wir haben Kai Havertz auf der 10, Marco Reus auf der Stürmerposition, zugleich natürlich auch als Kapitän der absolute Leader bei uns in der Mannschaft. Wir haben den Transfer Deadline Day und wir haben natürlich ordentlich eingekauft. Ich schaue jetzt hier mal direkt auf die Zusammenfassung. 227 ausgegeben, 132 eingenommen. Zu Beginn in der Liga 3-0 gegen Leipzig, dann allerdings nur 1-1 in Hannover. Ist aber völlig egal, wir haben uns gewappnet für die Königsklasse, die ansteht. Club Brügge als erster Gegner, dann haben wir Monaco und wir haben Atletico Madrid. Keine einfache Gruppe, ich denke aber durchaus eine machbare. Wir sehen uns am 1. Januar mit dem Ergebnis der Hinserie. Und da sind wir dann auch schon. Da wir international dabei waren, schauen wir natürlich direkt vorab im Kalender auf die Ergebnisse. Club Brügge zum Auftakt 2-1 verloren, dann haben wir hier Monaco 3-1, Atletico 1-0 verloren, im Rückspiel Atletico 3-0, Brügge 3-1 und Monaco dann zu guter Letzt auch nochmal gewonnen. 9 Punkte, es ist Platz 2 mit Ach und Krach, 3 Siege, 3 Niederlagen, das ist zu wenig, das ist enttäuschend. Dennoch heißt es Achtelfinale, der Gegner da, der FC Barcelona. Da gehen wir natürlich gleich dann auch in die Live-Simulation vorab, aber schauen wir noch auf die Bundesliga-Tabelle, da stehen wir auf Platz 3. Ich habe gehofft, dass wir nächstes Jahr wieder tendenziell Richtung Champions League gehen. Danach sieht es aktuell aus, ist aber natürlich noch lange nichts entschieden. DFB-Pokal schauen wir später auch noch drauf.
auf. Ich kümmere mich um die Verträge, hoffe, dass das Team weiter natürlich Form annimmt und dann gehen wir ins Hinspiel gegen die Katalanen. Signal Iduna Park, ich bin etwas spät dran, verzeiht mir das Ganze. Wenn ihr das Video seht, dann könnte das tatsächlich schon für einen Sieg des FC Barcelona oder auch einen Sieg von Borussia Dortmund gereicht haben, denn am vergangenen Dienstag, wenn ihr das Video also am Donnerstag seht, gab es genau diese Partie. Hier heißt es erstmal Barca 2, auch wir jetzt 2. Kassieren wir aber ein weiteres, sind wir raus. Da würde ich mich festlegen und Barca ist, denke ich, drauf und dran. So viele Wechsel bedeutet normalerweise noch ein Tor. Genauso ist es. 3:2. Vidal trifft und Barca gewinnt bei uns in Dortmund und sichert sich die Chancen aufs Viertelfinale. Im Camp Nou heißt es dann auch, erstmal wieder Luft international schnuppern. Auswärts heißt es in Barca, dass wir eigentlich gar keine Chance mehr haben. Wir müssten 2:0 gewinnen. Das wäre ein mögliches Ergebnis, aber auch ein 3:2 würde uns Richtung Verlängerung katapultieren. Piqué mit dem 1:0. Ich sehe unser Team noch nicht unbedingt genauso weit wie die Katalanen, aber auf dem besten Weg. Wir haben sehr viele Spieler mit Potenzial nach oben. Schöpfen sie das zum Ende der jetzigen Saison aus und natürlich auch noch zur entscheidenden Phase der nächste, dann könnten wir eventuell schon in Saison 2 Richtung Champions League Finale, Halbfinale mitspielen. Ich will es aber noch nicht zu hoch anpeilen. Deshalb heißt es hier, Barca im Hinspiel 3:2, Barca im Rückspiel 1:0. Wir sind raus und sehen uns direkt am Ende der Saison. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das Borussen-Duell zum letzten Spieltag hier also bei Borussia Mönchengladbach. 3:1 gewonnen, Düsseldorf 4:0, Bremen 0:0. 7 Punkte aus 3 Spielen, das ist in Ordnung und reicht damit für die Vizemeisterschaft hinter Hoffenheim vor Leverkusen und Bayern. Das sind die 4 Teams, die nächstes Jahr in die Champions League gehen. Also auch wieder wir. DFB-Pokal waren wir, glaube ich, im Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Genauso ist es. Haben da dann gegen Gladbach verloren. Die Revanche dafür am letzten Spieltag. Ist aber gar nicht so wild. Gladbach trifft da auf München im Olympiastadion von Berlin und wir sind Zweiter. Ja, Champions League waren wir immer in dem Achtelfinale. Haben ganz viele Möglichkeiten auch nächstes Jahr, das Ganze natürlich weiter nach vorne zu bringen. Ich will die 85+. Dafür müssen wir Stand jetzt Akanji ausbessern, auch Sancho und vermutlich auch Axel Witzel, weil ich glaube, der wird sich demnächst dann auch verschlechtern. Aber gut, alles Weitere in Saison Nummer 2. Saison Nummer 2, hier heißt es richtig geile Gegner. Wir treffen auf Kawasaki als Underdog, dann auf den FC Chelsea und dann auf Manchester City. Und hier heißt es, das Team weiter auf Vordermann bringen, wie zuvor schon angekündigt. Also, ich bin absolut zufrieden. So viel sei mal gesagt mit der Entwicklung in Saison 1. Allerdings kommen wir wahrscheinlich im Kollektiv mit einem Rating von unter einer 85 nicht ziemlich weit. Und deshalb werde ich mich jetzt dann dran setzen. 163 Millionen Neuzugänge sollen her. Und die werden gleich alle vorgestellt. Knapp 93 Millionen. Ja, ihr wundert euch jetzt, für welchen Spieler? Für Milan Skriniar. Ich meine, der ist nicht schlecht, hat auch ein bombastisches Potenzial. Aber mit einer 87, knapp 100 Millionen, eventuell ist das zu viel, aber es ist natürlich ein geiler Verteidiger. Ich feiere den auch in der Realität übelst und von daher ist er jetzt natürlich Partner von Mats Hummels und soll unser Team stabilisieren. Ein Mann fürs Mittelfeld, Sergej Milinkovic-Savic, 75 Millionen von Lazio Rom. Jetzt dann hoffentlich zu uns, zum BVB, verstärkt das Mittelfeld, ersetzt vermutlich Witzel und geht dann also neben Bruno Fernandes. Also das ist natürlich ein richtig geiles Mittelfeld. Noch immer über 44 Millionen. Und noch immer die Baustelle Sancho. Wobei gar nicht mal mehr so, denn der hat schon eine 84. Ich will da eigentlich in der Breite nur noch was machen. Der nächste und zugleich auch letzte Transfer der kommenden Saison. Samu Castiero kommt vom AC Milan. Ein sehr vielseitiger Spieler im Mittelfeld. Kann rechts wie links und im Zentrum spielen. Kostet uns nur 38 Millionen. Das war noch im Budget und von daher ist das jetzt der letzte Neuzugang. Aber wir haben auch wieder Spieler verkauft. Welche das waren? Jetzt für euch im Überblick. Zuvor aber erst unsere aktuelle Startformation im Hintergrund. Das ist das Team und abgesehen von Jadon Sancho, der sich normalerweise noch auf die 85 verbessern sollte, haben wir das Team jetzt im Kollektiv auf der 85+, die für mich magische Grenze im Thema Champions League. Einige Spieler sind schon drüber, manche sogar deutlich. Die Bank, die kann sich auch sehen lassen, abgesehen von Hits überall eine 80. Also das ist eine richtig geile Mannschaft. Zwei Spieler, die nicht mehr Teil von diesem Team sind, ist zum einen Thomas Delaney, 32 zu Barca und Kagawa, 10,9 zu Atletico Madrid. Die Gegner für die Königsklasse, da sind wir dann wieder. Anderlecht als erster Gegner, dann kommt Inter und dann kommt wieder mal Monaco und für uns kommt mal wieder der 1. Januar in der Hoffnung, dass wir in der Gruppe Erster werden, denn nur dann bekommen wir verhältnismäßig mit etwas Glück einen leichteren Gegner. Wir wissen alle noch, wie das letzte Jahr verlaufen ist. Die Hinrunde international, 3 Siege, 3 Niederlagen. Wie lief's dieses Jahr? Anderlecht unentschieden zum Auftakt, dann Inter 2-1, dann Monaco 3-1, dann haben wir Monaco 4-1, wir haben Anderlecht 3-0 und die Nerazzurri 2:0 verloren. Ist besser als letztes Jahr. Wir haben 13 Punkte, stehen trotzdem nur auf Platz 2, weil die Nerazzurri halt eben das bessere Torverhältnis hat, wobei nicht mal, aber vermutlich einfach im direkten Vergleich etwas besser abgeschnitten hat. Ist auch völlig egal, wir treffen auf Tottenham, während Inter sich rumschlagen muss mit United. Das nimmt sich nicht viel und von daher heißt es, wir machen gar nicht lang rum in Sachen Bundesliga oder DFB-Pokal. Wir sehen uns direkt im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Spurs. Dortmund, Tottenham, das Duell der Duelle, letztes Jahr ausgeschieden im Achtelfinale, jetzt treffen wir auf die Spurs. Auf der Realität jetzt einfach mal, die Hinsicht auf die Realität, vergangene Saison den Finalisten gegen die Reds, dann da verloren im Finale. Liverpool gewinnt die Champions League und Elly das 1:0, Havertz das 1:1, Havertz vielleicht dann auch die Herzen
Herzen der Fans, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir wollen hier kein weiteres Auswärtsgegentor. Ganz im Gegenteil, ich will das Ding hier drehen, denn, och nein, komm, nee. Abbruch! 2-2! Fernandes macht's zwar noch, aber Jungs, ich sehe da schon wieder schwarz. Letztes Jahr war es ein 2-3 gegen Barca, jetzt ist es ein 2-2. Ich meine, noch ist nichts verloren, aber ganz ehrlich, zwei Auswärtsgegentore, das ist schon bitter. Was wir aber dennoch positiv sagen müssen, ist, dass wir niemals aufgegeben haben. Ja, trotz Rückstand Ellie, trotz Rückstand, ich weiß gar nicht, Harry Kane, immer wieder zurückgekommen. Hier allerdings brauchen wir einen Sieg oder zumindest mal zwei Auswärtstore. Was bedeutet, wir müssten in Führung gehen. Kai Havertz, 29. Spielminute, das sind wir im Spiel angekommen und die Spurs laufen jetzt erstmal hinterher, Gastiejo. Eine Minute nachdem er reinkam, kam für Jadon Sancho, macht er das 2-0 und im Tottenham Stadium, das neu erbaute, nicht mehr White Hart Lane. Wir sind also in einem neuen Stadion und zeigen Tottenham da direkt mal die Grenzen auf. Wir gewinnen tatsächlich bei den Spurs und stehen im Achtelfinale, besser als letztes Jahr. Dortmund, Signal Iduna Park, Wiederauflage vom letztjährigen Achtelfinale. Der FC Barcelona ist zu Gast. Wie das Hinspiel letztes Jahr ausgegangen ist, wissen wir alle. 3-2 für die Katalanen. Endstation dann nach der Niederlage im Camp Nou mit 1-0. In der Gesamtwertung war es ein 4-2. Bis hierhin sieht es mal gar nicht so schlecht aus. Barca eine Runde weiter gegen ZSKA, wir gegen die Spurs. Aktuell sind wir in Führung. Ich will maximal ein Gegentor. Und da sind wir Stand jetzt auf dem besten Weg. Vielleicht bringen wir das 1-0 tatsächlich über die Bühne. Das wäre ein Wunschergebnis. Das wäre absolut top. Dortmund 1, Barca 0. Und das ist tatsächlich auch das Endergebnis hier im Hinspiel. Im Camp Nou würde ein 1-0, wie das Ganze ja letztes Jahr über die Bühne gegangen ist, für uns gar nicht so schlecht aussehen. Denn 1-0 würde bedeuten Verlängerung. Und aufgrund keinem kassierten Auswärtstor heißt es, wenn wir dann treffen, ist Barca weg vom Fenster. Da ist es, Kai Havertz. Und jetzt ist es wie folgt, Barca braucht 3 Tore. Und Barca mit 3 Toren, ja, und das in nur 40 Minuten, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, im Fußball ist alles möglich. Aber aktuell machen sie nicht den Eindruck, als würden sie hier nochmal zurückkommen. Es ist noch immer die Führung für uns, das Ganze. Ganze auch noch 10 Minuten vor Ende der Partie. Es passiert noch was, oder? Ja, es ist Coutinho und es ist dann auch Fernandes. Wir gewinnen also auch beim FC Barcelona mit 2-1 und stehen damit unter den besten 4 Teams in Europa. Der nächste Gegner und der vermutlich letzte Gegner vor einem möglichen Finale heißt Manchester City. Ich glaube, Juventus Turin und Chelsea haben sie geschlagen und jetzt stehen wir vor der Tür. Das Ganze ohne Marco Reus, der fehlt bereits seit mehreren Wochen. Ich weiß nicht, was er hat. Auf jeden Fall ist Paco Alcacer dafür der Ersatz im Sturm und ich hoffe, dass wir hier vielleicht ein gutes Ergebnis mitnehmen. Wieder Kai Havertz, der Mann ist so wichtig. Jetzt das Ganze auch nach knapp einer Stunde noch immer Bestand. Fernandes 2-0. Am besten ist es hier, wenn wir gewinnen. 2-1 würde ich auch unterschreiben, so ist es nicht. Raheem Sterling bringt aber die Hoffnung für City nochmal zurück, aber hat keine Chance mehr hier irgendwie in Sachen Sieger was zu drehen. Dortmund 2, City 1 und die Tür ist weit auf. Aber City könnte das mit nur einem Tor wieder ganz schnell zumachen. Etihad Stadium, pure Anspannung. Dortmund zu Gast bei Manchester City. Und es ist für uns das letzte Auswärtsspiel vor einem möglichen Champions-League-Finale. Entweder das letzte Spiel komplett international, wenn wir verlieren, was wir aber nicht machen werden. Paco Alcacer, 1-0. Ich wage jetzt einfach mal die Tendenz, dass wir das Ding hier nicht mehr aus der Hand geben. Denn City bräuchte 3 Tore. Leroy Sané hält die Hoffnung hier noch aufrecht. 30 Minuten sind es noch. Wie gesagt, ein 3-1 würde City reichen. Und plötzlich sind die zurück im Spiel. Und haben hier tatsächlich die Möglichkeit, aber dann ist es Milinkovic-Savic und damit ist es Endstation. Was mir erst ganz spät aufgefallen ist, erst nach dem Tor von Milinkovic-Savic, dass ein 2-1 tatsächlich für die Verlängerung gereicht hätte. Heißt also, Savic rettet uns hier den Einzug Richtung Finale. In der Liga ist es völlig egal, wie es ausgeht. Schauen wir aber natürlich gleich auch noch drauf. Champions League Finale, Dortmund-Atletico und da freue ich mich drauf. Unser Werdegang ist bekannt. Der von Atletico sehen wir im Hintergrund. 4-3 im Stadtderby gegen Real Madrid. Davor haben sie gewonnen im Elfmeter. Schießen gegen United, alles denkbar knapp. Im Achtelfinale sah es ein bisschen besser aus oder auch nicht, ebenfalls 4-3, aber das waren auch unfassbare Gegner. PSG, Manchester United und Real Madrid. Wir schauen bei uns ganz kurz auf den DFB-Pokal, da sind wir nämlich früh raus. Nürnberg, Hoffenheim im Finale, also so weit hätte ich auch nicht unbedingt gerechnet. Uerdingen noch gewonnen, dann verloren gegen die TSG, die jetzt dann auch den DFB-Pokal geholt hat und die auch in der Meisterschaft wieder gut mitgespielt haben und sich leider geschlagen geben mussten, nur aufgrund schlechterer Tordifferenz. Denn der FC Bayern München gewinnt die Meisterschaft. Wir sind Dritter, aber die Saison ist noch nicht zu Ende, denn wir gehen natürlich noch ins große Champions-League-Finale. Das Ganze allerdings ohne Marco Reus, auf den ich mich eigentlich am meisten gefreut habe. Der Leader, der Kapitän, der mitbeste Spieler bei uns im Kader, vom Rating sogar der zweitbeste hinter Skriniar, zusammen mit Milinkovic, Savic, Hummels und auch Fernandes. Ist aber völlig egal, es ist ein ziemlich erneuertes Team, aber natürlich auch der perfekte Mix mit Spielern, die noch vom Anfangskader übrig sind. Wir kommen komplett in Gelb, ja, beziehungsweise in Gelb und Schwarz und Atletico, der von mir aus sogar
sogar in den traditionellen Farben Rot-Weiß-Blau ran. Estadio Santiago Bernabeu, Heimspielstätte von Real Madrid. Atletico kennt das Stadion deutlich besser wie mir und hat daher, denke ich, auch ein Stück weit Heimvorteil. Aber das wollen wir zu unserem Vorteil nutzen. Reus ist zwar nicht dabei, steht trotzdem links. Komischer Bug, wir gehen direkt rein. Hier sind wir dann angekommen. Atletico Madrid mit Trainer Diego Simeone, Koke als Kapitän und Jan Oblak im Tor mit folgender Startformation. Die Viererkette, dann haben wir hier mit Hernandez, Godin, Gomez und Florenzi. Koke, wie gerade schon angesprochen, Rodri, Saúl, Lemar, Griezmann und Morata. Das Champions-League-Finale vor der Tür. Wir von links nach rechts, wir am Anstoß und wir wollen hier einiges abreißen. Und deshalb heißt es alle Highlights. Ich freue mich drauf. Das letzte Mal Champions-League-Finale in FIFA 19. Aggressiv in die Zweikämpfe und natürlich Chancen selbst kreieren. Hier ist eine mögliche über Kai Havertz, der ist eigentlich schon im 16er. Dann hat er noch Rodri vor sich. Havertz und dann ist er drin. Siebte Spielminute. Keine Chance für Oblak. Havertz macht das gut. Wird in Szene gesetzt von Jadon Sancho, war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hat er natürlich die Qualität. Legt den schön in die Mitte in Robin-Manier auf den stärkeren linken Fuß und kloppt den dann unter die Latte, sodass keine Chance da ist. Vorarbeit war von Paco Alcácer, der natürlich hier auch extrem wichtig ist und gerade auch in dieser Position, wenn ein Marco Reus verletzt ist, als perfektes Beispiel jetzt hier im Finale, einfach sticht, einfach da ist und uns natürlich dann auch Hilfe leistet. Havertz 1 und das heißt hier in der 7. Spielminute sein bereits 6. Champions-League-Treffer. Und somit auch, dass Atletico erstmals Anstoß hat in dieser Partie. Ein zweites Mal wird es auf jeden Fall auch noch geben, zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Bedeutet ein Gegentor, bedeutet aber noch immer, dass das Ding nicht verloren ist. Aber wir sind richtig gut in der Partie. Wir lassen kaum was zu und gehen immer wieder in die Offensive. Paco Alcácer her. Nächste Annäherung, Jadon Sancho, dann haben wir Havertz, dann haben wir Brandt und dann versuch's doch einfach mal. Jan Oblak ist da, Riesenreflex, also Atletico schwimmt jetzt hier. Jetzt kommt Atletico das erste Mal über Saúl und da wird Bürki geprüft. Wir schreiben die 46. Spielminute, beziehungsweise die 45., denn wir sind ja in der Nachspielzeit und da kommt das erste Mal Atletico gefährlich vors Tor. Das ist natürlich zu wenig, eindeutig und deshalb ist das 1:0 auch absolut gerechtfertigt. Wir spielen gut, lediglich die Zielstrebigkeit fehlt hier noch. Jetzt heißt es aber erstmal, Atletico hat Anstoß von links nach rechts, 45 Minuten Hoffnung für die Spanier und für uns eigentlich 45 Minuten, die wir Stand jetzt nur noch über die Zeit bringen müssen und dann den Henkelpott in die Luft tragen dürfen. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn Atletico jetzt ein bisschen mehr teilnimmt in der Partie. Das bringt einfach viel mehr Attraktivität für so ein Spiel, weil wenn nur wir die ganze Zeit anlaufen und dann auch nicht unbedingt zwingend genug sind, dann ist das natürlich auch nicht das, was ein Zuschauer in so einer Partie sehen will. Jetzt aber Bruno Fernandes 2:0! 51. Spielminute und da sind wir da, der Kapitän, Ersatz für Marco Reus, netzt, lässt Jan Oblak keine Chance, dem kann man da aber auch wirklich keine Schuld unterjubeln, denn der macht ein bockstarkes Spiel, ist dafür alleine verantwortlich, dass es nur 1:0 stand und hier ist es schön gespielt, One-Touch-Fußball-Kombination in den 16er, keine Chance, einfach einmal gezeigt, was wir drauf haben und schon steht es 2:0 und schon ist das Ganze komfortabler. Jetzt aber auch Atletico und was eine Rettungsaktion von Mats Hummels, also jetzt sind die Spanier aufgewacht, so zumindest hat man jetzt den Eindruck, denn in der Offensive sind sie jetzt viel zwingender. Jetzt aber Julian Brandt und dann gibt's vielleicht den nächsten Konter oder auch nicht. Der Brandt macht hier dann leider nicht mehr mit. Riesenmöglichkeit für Atletico, aber was eine spektakuläre Klärungsaktion von Hummels. Und jetzt aber Gegenzug und jetzt mit vollem Tempo. Unten haben wir Julian Brandt, der hat natürlich das Tempo gegen Florenzi. Schafft er es hier eigentlich nicht unbedingt vorbeizukommen, aber dann völlig unnötiges Foul. Und damit heißt es jetzt hier die erste gelbe Karte im Spiel für Florenzi. Bei uns kommt Castillejo für Jadon Sancho, der natürlich hier auch dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt so früh im Champions-League-Finale stehen und von daher kriegt er auch natürlich völlig gerechtfertigt seine Einsatzminuten. Aber auch irgendwie genauso schnell wieder bei uns Milinkovic-Savic, der bereits auch gelb gesehen hat, zurück auf Fernandes und der probiert es einfach mal! Und das ist ein Strahl und da muss wieder mal Jan Oblak ran. Witzel kommt jetzt für Julian Brandt in die Partie. Das ist ein schöner Schuss hier mit dem rechten Außenriss. Der wäre, glaube ich, passend in den Knick gegangen, wenn Oblak da nicht noch mit den Fingerspitzen dran gewesen wäre. Die Nachspielzeit von 2 Minuten ist angezeigt und jetzt dann auch schon abgelaufen. Der Schiedsrichter pfeift ab. Dortmund 2, Atletico 0. Wir gewinnen tatsächlich direkt in Saison Nummer 2 die Champions League. Bruno Fernandes, dazu beigetragen mit dem Treffer zum 2:0, ist derjenige, der jetzt den Henkelpott für den BVB in die Luft tragen darf. Wir gewinnen also die Champions League und beenden damit die letzte Sprint to Glory in FIFA 19 mit, ich hoffe nochmal, einigermaßen Zufriedenheit auch eurerseits. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für dieses krasse Jahr, das jetzt bereits am kommenden Sonntag weitergeht mit FIFA 20. Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Es ist unglaublich, was ihr einfach abgerissen habt, was ihr mir ermöglicht dadurch. Ja, es ist unglaublich. Kann ich jetzt hier nicht in Worte fassen. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Haut rein. Und ciao.